So, Hallihallö hier, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Untergriesbach hier im LS19. Jo, BGA voll. Ich habe da mal was erledigt. Hier gehen 100.000 Liter rein, konnte ich jetzt mal so feststellen, weil da war Ende. Jetzt lassen wir das mal so ein bisschen, ja, fermentieren und dann schauen wir mal, ne? Ne, fermentieren, ist das richtig? Ne, ne, ich glaube nicht. Egal. Wir lassen ihn einfach arbeiten und dann gucken wir mal. Ich habe mir eine Schaufel gemietet. Die andere war mir dann doch ein bisschen zu klein. Ja, 2700 Liter gehen hier rein. Kennt, glaube ich, jeder von Bressel und Lade. Schöne Schaufel. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist fast ein bisschen zu schwer, weil er kippt auch leicht nach vorne, wenn er voll beladen ist. Ich habe schon Gewicht hinten dran, ne? Aber gut. So, Mission. Wie ihr seht, das Feld ist fast abgeerntet. Ich habe noch ein bisschen was stehen lassen, damit wir das zusammen machen können. Ich will ja nicht das unterschlagen, das Ganze, ne? Aber ich fand, so wie ich die Fahrtrichtung gewählt habe, hat Günther das ganz gut gemacht. Also, er hat nicht einen Halm stehen lassen. Vorgewende war auch top. Kann man echt nicht meckern. Das ist jetzt hier der Rest und ja, ich denke mal, alles, was wir dann nachher noch übrig haben, weil wir waren gerade schon bei 99% von der Mission. Er wird bestimmt gleich sagen, fertig. Das ist dann für uns. Das werden wir dann wahrscheinlich erstmal ins Lager kippen. Gesehen, der Preis ist jetzt auch gar nicht so schlecht, aber im Frühjahr nachher ist es doch nochmal ein bisschen besser. Und vielleicht so 100 Euro mehr. Da ist es schon. Abgeschlossen. Perfekt. Ja, im Frühjahr ist dann noch ein bisschen höher der Preis. Dann werden wir es wahrscheinlich verkaufen. Wie gesagt, 100 Euro sind 100 Euro. Oder 150. Das ist pro 1000 Liter ist das nachher schon gar nicht so wenig. So, perfekt. Ich weiß gar nicht, habe ich schon einmal abgetankt? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Wir gucken mal. Dann hätten wir 10.391 Liter. Wenn ich das hier so richtig verfolge. Mal reinduschen. Oh doch, ist schon was drin. Cool, dann haben wir ja doch noch ein bisschen mehr. Ich finde den Fan ja mega geil, ne? Ich bin, wie gesagt, schon gespannt auf den LS22. Wie gesagt, performance-technisch soll das alles ja noch ein bisschen besser werden, was ich bei der PS4 allerdings ein bisschen anzweifle. Ja, ich glaube, so viel wird da nicht mehr möglich sein. PS5 nachher, denke ich mal schon. Das kaufe ich denen gut und gerne ab, dass es da besser ist, aber PS4... Ja, lassen wir uns mal überraschen, ne? Wäre aber schön, wenn das noch ein bisschen detailreicher wäre alles. Schauen wir mal. So, der Kollege ist dann also fertig. Das klappen wir zusammen. Obwohl, an sich Schwachsinn. So. Einmal reingeluschert. 25.300 Liter. Ich glaube, im Lager hatten wir auch noch ein bisschen was, ne? Da, 14.000. Also kriegen wir ein bisschen was zusammen. Ja, das wird ein bisschen was werden. So, wir werden dann jetzt mal die Mission beenden. Und zwar abschließen. Gut. 16.000 gehen auf unser Konto. Jetzt haben wir 46.000. Ich habe gesehen, wir haben noch so eine schöne Düngemission. Die möchte ich ganz gerne auch noch machen. Und dann ist aber auch Schluss. Dann ist Schluss. Feld 43. Achso, das hatten wir schon mal, ne? Ja, ja, das ist das eckige Feld da. Sojabohnen. Ich meine, Sojabohnen gibt natürlich immer geil Geld, ne? Jetzt natürlich nicht. 1.300. Wir werden mal gucken, ob sich das lohnen würde fürs Frühjahr nachher gesehen. Weil da werden die bestimmt verkaufen, ne? Sojabohnen. Gut, im Sommer jetzt 2000. Boah, 2400. Vielleicht noch ein bisschen mehr. 2500. Ist schon viel Geld, ne? Was haben wir auf Lager? 51.000. Sind knapp. Ja, wir sind über 100.000, ne? Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja, wir sind über 100.000 nachher. Na gut, ich meine, von der Mission wird nachher wahrscheinlich nicht so viel übrig bleiben. Nee, wir lassen es. Ja, wir machen jetzt noch das Düngen und dann soll es das für den heutigen Tag wahrscheinlich auch gewesen sein. Vielleicht werde ich dann offline nachher noch ein bisschen Silage in die BGA füllen. Und ja, also ich glaube, in der BGA haben wir jetzt noch knapp, ich weiß gar nicht, müssen jetzt noch 160.000, 170.000 Liter drin sein. Hab das mal so
ja, aus Spaß mal ausgerechnet. Ich glaube, es waren insgesamt, also vor der letzten Folge, waren glaube ich noch 278.000 drin, ne? In der BGA. Das wären ungefähr um die 75.000 Euro nachher, die wir da erwirtschaften, wenn wir alles verkaufen, ne? Das ist schon ein bisschen Geld. 75.000 plus die 46, dann noch unsere Lagerverkäufe. Da kommt ein bisschen was zusammen. Ist aber auch gut. Wir wollen nämlich nächstes Jahr vielleicht auch noch wieder ein bisschen investieren in Anbaugeräte, vielleicht einen Trecker, ein Feld oder so. Mal gucken. Wir schauen uns das mal an. Ab dem nächsten Jahr, wenn das alles gut läuft, geben unsere Kühe auch ein bisschen Milch. Da müssen wir auch immer ein Auge drauf haben. Ich glaube, die könnten wir auch mal wieder ein bisschen sauber machen. Aber erstmal werden wir ein bisschen Düngen fahren. Die Mission werde ich gleich annehmen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich fahre mal ein bisschen eng rum. Nicht so gut. Das ist das. Ich mag die Anhänger. Die gefallen mir wirklich sehr gut. Doch, sind wirklich sehr schöne Anhänger. Sonst gab es ja für LS nicht immer, ja, oder nicht so geile Getreideanhänger. Oder die Auswahl war dementsprechend auch gering. Ich finde die aber geil. Also die jetzt, dann gibt es ja noch die Agroliner, die als Mod, die finde ich auch ganz gut mit den Schläuchen und alles. Und die anderen, warte mal. Was waren die anderen? Die habe ich doch hier mit drauf bestimmt. Klar habe ich die mit drauf. Welche haben wir denn da? Wo sind sie? Wo sind sie? Die DKW. Die sind auch gut. Auch schöne Anhänger. Ja, denn die haben wir ja jetzt. Hier, die von Reich sind auch okay. Also ich finde, was Getreideanhänger angeht, ist schon ein bisschen mehr. Ich habe schon oft gesagt, wie Sämaschinen und so. Das wäre auch so ein Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einem anderen Video schon mal gesagt habe. Ich glaube nämlich schon. Was ich persönlich als Mod richtig geil finden würde, oder als Standard im LS22, wäre, wenn sie das so hinkriegen würden, dass alle Seemaschinen Fahrgassen könnten. Weil dann hätte man nämlich eine größere Auswahl. So wie es jetzt ist, stört mich das ehrlich gesagt ein bisschen. Dass man nur drei, vier Seemaschinen nehmen kann, um überhaupt ansehen zu können mit Fahrgassen. Also es ist dementsprechend auch spielerisch ein bisschen eingeschränkt. Und das, ja, finde ich jetzt nicht so geil, um ehrlich zu sein. Aber das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt in dem Video. So, das rechte Feld. Gut, dann werden wir das noch fix machen. Ich glaube, wir haben sogar noch. Warum nicht? Habe ich die Mission? Doch, ist aktiv. Feld 1. Warum geht das nicht? Dünger, Flüssigdünger, Mineraldünger, Gülle oder Mist? Feld 1. Feld 1. Ah ne, Feld 2. Sorry. Scheiße, ich dachte, das wäre Feld 1 gewesen. Warte mal. Ach so, ja. Dann kann das ja auch nichts werden, ne? Ist das das hier? Ah, okay. Das ist dann also schon verdorben hier. Hat er nicht geerntet. Hätte er mal was sagen müssen, dann hätte ich das gemacht. Dann hätte er da noch ein bisschen Ertrag für gekriegt. Und ich hätte da noch ein bisschen Geld für gekriegt. Na gut. Muss er ja selber wissen. Schön das falsche Feld genommen. Ja, das sieht alles so ein bisschen. Ja. Gut, war mein Fehler. Sorry. Passiert. Aber das Geld kriegen wir ja dann trotzdem noch. Schön.
Ich habe gedacht, da wäre wieder irgendein Bug drin, ne? Weil das gab, glaube ich, auch schon mal, ne? Dass man Missionen angenommen hat und das hat dann nicht funktioniert. Also ich glaube, ich habe schon mal bei 1, 2 gesehen. Ich persönlich hatte das, glaube ich, noch nicht. Kann natürlich auch sein, dass ich hier völligen Blödsinn erzähle. So, ja, und was machen wir denn noch, Kines? Was machen wir noch? So viel können wir dann wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr machen. Ich denke nicht. Wir haben soweit auch nichts mehr. Bisschen Kühe sauber machen. Ein bisschen abwarten. Und ja, dann ist das Jahr nachher auch schon vorbei. Ich weiß nicht, Gras mähen, falls wir nochmal einen Schnitt könnten. Würde ich eigentlich auch ungerne machen, weil dann, nee, wir brauchen es eigentlich nicht. Wir brauchen es eigentlich nicht. Tja. Ja, dann heißt es wohl vorspulen, ne? Müssen wir mal gucken, was wir dann sonst so machen könnten. Ich glaube, im nächsten Jahr wird es ein bisschen besser. Da will ich mich ein bisschen anders aufstellen. Dass wir vielleicht nochmal ein bisschen, ja, Strohpellets oder sowas dann einlagern oder Stroh einlagern und dann im Winter davon Strohpellets machen oder sowas oder Heupellets, dass wir da dann noch ein bisschen Arbeit haben. Das könnten wir wahrscheinlich so machen. Dann habe ich noch eine Idee, das ist mit den Zuckerrüben, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, ob das aufgehen wird. Das soll aber noch eine ganz kleine Überraschung bleiben. Da möchte ich auch noch nicht zu viel verraten. Mal schauen. Ich muss nämlich erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Also bis zum Herbst, wo sie dann geerntet werden, keine Angst, wird erstmal nichts passieren. Wobei dann mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber das ist dann alles im nächsten Jahr. Gut, wenn wir jetzt nicht oder kaum noch was haben, dann wird das nächste Jahr relativ schnell da sein. Ja, naja, gut, ist dann so, ne? Dünger haben wir, glaube ich. Ich glaube, ich hatte in einer Halle auch noch ein bisschen Dünger drin. Das können wir dann nachher reinfüllen, wenn wir fertig sind. Ich meine, das werden wir jetzt diese Folge nicht mehr schaffen. Dass wir da den Platz kriegen. Ich glaube, da wo die Gras, also die Ernte. Mann, was rede ich denn hier? Die Grastechnik steht. Da dürfte noch ein bisschen Dünger sein. Das hatte ich, glaube ich, umgelagert. Gucken wir mal. Ich meine, falls wir nachher spontan sehen, obwohl kostet auch wieder alles Geld, ne? Muss ich mir vom Strohbergungs-Addon wieder so viel mieten. Ja, es kostet auch Geld. Nee, 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 das werden wir dieses Jahr noch nicht machen. Das machen wir dann nächstes Jahr. Gucken wir mal. So, ich weiß zwar überhaupt nicht, wo ich hier fahre und wo ich gefahren bin, aber passt schon. Wir werden den Düngerstreuer schon leer kriegen. Keine Angst. Zeigt ihr mir das jetzt hier eigentlich auch an? Nee, ist nicht mein Feld, ne? Wäre natürlich auch schön, wenn er auf Missionsfeldern das auch anzeigen würde, weil dann hätte man eine Orientierung, wo man schon gedüngt hat und wo nicht. Wäre wahrscheinlich ein bisschen hilfreicher, aber. Oh ja, wem sage ich das, ne? Wem sage ich das? Reparieren könnten wir den Burschen auch mal. Ja, ich meine, der Winter naht. Können wir mal ein paar Wartungsarbeiten vornehmen. Fürs nächste Jahr vorbereiten. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Raps ist alles im Boden. Hafer müssen wir erst nächstes Jahr. Die Rüben auch. Also passt.
So, gut, bevor wir uns hier noch anschweigen, würde ich sagen, hier passiert heute nicht mehr viel. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Schreibt gerne ein bisschen was in die Kommentare. Und ja, vielleicht ein kleines Abo wäre auch mal ganz nett. Und lasst mal die Däumchen da, das sind mir zu wenig, Jungs. Zu wenig, ne? Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.